Hallo Leute, heute geht es um den Wettbewerb, den ich vor einiger Zeit mal ausgerufen habe, also zum Abo-Special. Ja, ich weiß, es hat etwas länger gedauert, bis dieses Video kommt, aber die Arbeit stresst im Moment echt und ich komme kaum zu etwas, wie ihr auch bestimmt schon in meinem Kanal gesehen habt, dass da kaum was hochgeladen wird. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert, weil es nervt mich selber, ich möchte gerne wieder mehr schaffen. Zumal ich echt vor Ideen eigentlich überquille. Erst einmal ganz allgemein, ich freue mich natürlich riesig, dass einige überhaupt mitgemacht haben. Leider ist die Resonanz doch nicht so groß ausgefallen, wie ich es mir erhofft hatte. Zuerst einmal der Fanfiction-Wettbewerb. Der war leider ein totaler Reinfall, es kam so gut wie gar nichts bei mir an. Deswegen werde ich da auch nichts weiter zu sagen und ich hoffe, dass ich in Zukunft trotzdem irgendwann mal was zu lesen bekomme, auch wenn das jetzt nicht im Zuge des Wettbewerbs mehr sein wird. Der Schrei der Untoten-Wettbewerb war genauso ein Fail, es kam gar nichts an, also nichts, was mir in irgendeiner Form geholfen hätte, es weiterzuführen, aber auch nichts, was ich bewerten konnte, also es gab wirklich da gar nichts. Also auch da bleiben die Zombie-DVDs leider in meinem Schrank und nehmen unnötig Platz weg. Krasses Gegenteil war der Fanart-Wettbewerb. Ich habe richtig viele Einsendungen bekommen und richtig geile Bilder. So, und ich habe 4 Leute ausgewählt statt nur eine, weil sie mich einfach überzeugt haben und ich möchte sie alle belohnen. Und deswegen habe ich auch schon per E-Mail mit ihnen geschrieben und geguckt, was ich ihnen denn Gutes tun kann. Und jetzt möchte ich euch die Gewinner präsentieren und sage denen auch dann gleich die Preise. Die Manga-Bände, die ich verlose, sind keine kompletten Reihen oder komplett neu. Es sind halt welche, die ich besessen habe und da ich aus Platzgründen sie loswerden möchte, sage ich mal, deswegen verlose. Nochmal als Hinweis. Den 4. Platz hat Fee besetzt. Sie hat ein echt kreatives Bild abgeliefert. Ich finde es echt schön und liebevoll gezeichnet. Ich glaube, es soll mich in meinem kreativen Prozess darstellen. Ich fand es halt echt gut und es ist halt schade, dass es nur abfotografiert ist, aber das soll halt kein Vorwurf sein und ich finde, das sollte belohnt werden, weil man sieht schon, dass da Arbeit drin steckte. So, ich habe mit Fee geschrieben und ich verlose an sie Kingdom Hearts Band 1 und Kingdom Hearts 2 Band 1 und 2. Ich hoffe, sie ist damit zufrieden und ich wünsche viel Spaß damit. Platz 3 übernimmt bei mir das Bild von Nesara Komire. Nesaras Bild passt eigentlich perfekt zu meinem Kanal. Es hat Salgo abgebildet, Ben Drowned, SMS von meinem Hund und wahrscheinlich mich selber. Und es passt einfach perfekt als Kanalbanner. Ich würde es auch gerne benutzen. Und deswegen bekommt sie von mir ein paar One Piece Bände, wie sie sich gewünscht hat. Wir müssen nochmal schreiben, welche genau, weil ich will jetzt auch nichts verschicken, was sie vielleicht schon hat. Und ich habe leider nur sehr späte Bände. Nichts am Anfang oder so. Gucken wir mal, okay? Auf jeden Fall danke für diese Einsendung. Platz 2 ist das Bild von Raya. Ich finde es super schön, von den Farben her auch total toll und es stellt mich da mit meinem Lieblingsmenschen vor und die Idee finde ich echt niedlich und deswegen auf jeden Fall Platz 2. Es hatte hart zu kämpfen mit dem ersten Platz und deswegen auf jeden Fall eine Belohnung wert. Auch mit Raya habe ich schon gesprochen und sie bekommt von mir die ersten 5 Bände von Black Butler. Nochmal danke für diese richtig schöne Einsendung. So, und mein erster Platz ist eindeutig dieses Bild von Shin Onimaru. Es ist super episch und düster. Ich liebe es so, auch in diesem Comic-Stil. Es trifft einfach perfekt Salgo und die Holder-Reihe im Grunde. Er gewinnt damit den ersten Preis, .hack.gu, die komplette Reihe, Band 1 bis 5. Und ja, ich möchte dieses Bild sehr gerne für die 2. Staffel als Titelbild benutzen. Und vielen Dank für diese richtig hammergeile Zeichnung. Also, es sieht einfach nur genial aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll, weil für mich, mir gefällt es einfach total perfekt. Also danke für diese Einsendung und ja, nochmal vielen Dank wirklich für diese Einsendung. Ich habe mich super gefreut und also ihr könnt jetzt damit rechnen, dass ich jetzt im Laufe der Woche wahrscheinlich Freitag, Samstag um den Dreh rum die Pakete verschicke mit den Mangas und dass sie dann hoffentlich im Laufe der nächsten Woche, übernächsten Woche bei euch eintrudeln. Jetzt noch ein paar allgemeine Infos. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich werde wohl ein paar Projekte abbrechen müssen, weil ich es halt auch wegen meiner Arbeit jetzt einfach nicht mehr schaffe, so aktiv zu sein, wie ich es einmal war. Was hundertprozentig weiterlaufen wird, ist Holder. Das steht fest, genauso wie Überleben auf Partys. Ob nun tatsächlich Pokémon aufhört oder ich wirklich Schrei der Untoten noch aufgebe und vielleicht nur noch ein Abschlusskapitel mache oder ob ich Gundam aufgebe, ich weiß es noch nicht. Das wird sich jetzt in nächster Zeit irgendwann entscheiden.
Ich habe wieder viele neue andere Ideen, die ich krampfhaft versuche zurückzuhalten. Ich muss gucken, wie es weitergeht. Ich weiß es noch nicht. Was ich euch jedoch versprechen kann, ist, dass im Laufe dieser Woche auch noch eine neue Creepypasta hochkommt. Ich möchte ganz gerne wieder SMS von gestern Nacht einen neuen Teil machen. Und dass ich vielleicht sogar noch ein Überleben auf Party-Teil fertig bekomme. Es wird sich zeigen. Ich hoffe, ich schaffe es. Und wie gesagt, danke für die Einsendung, fürs Mitmachen. Und ich hoffe, dass ich im Nachhinein doch noch ein paar Fanfictions zu Gesicht bekomme. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank.